Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ja, beim letzten Mal haben wir Flavia endlich fertig gemacht. Ja, wir haben unsere Revanche bekommen, haben sie besiegt und ja, ihr seht schon, wir haben den vierten Orden ebenfalls erhalten. Ja, und dann sind wir halt noch zu einem kleinen Abstecher in die Wüste gegangen und haben hier schon ein paar Trainer besiegt. Und das würde ich gerne weitermachen, wenn uns nicht dieses Bisasam entgegenspringen würde. Und ich habe natürlich nicht Ryan natürlich nicht geheilt, aber Ryan soll auch erstmal eine Pause machen, würde ich sagen. Ja, ihr seht schon, Level Cap ist jetzt bei 31 und mir ist aufgefallen, dass ich beim letzten Mal vergessen habe, noch unseren letzten Verlust hinzuzufügen. Wir hatten nämlich schon 8 Verluste und nicht 7. Simsala war das 8. Pokémon, was leider ja nicht mehr da ist. Ist aber richtig, dass die... Oh! Hups! Gun sollte eigentlich nicht mehr das Glücksei tragen, aber gut. Er fühlt sich also wie ein Superheld wegen dem Wüstenglas. Tja, dann werden wir wohl dein Botoge mal fertig machen, würde ich sagen, Kyle, oder? Was genau, was sagst du dazu? Oh, Eis-Pokémon. Das ist gefundenes Fressen für unser Blutexo. Und tschüss. Level 28 für Kyle. Sehr gut. Und ein Schneebke. Übrigens, nach Norman ist das Level Cap 33. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich knapp. Und ich weiß gar nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Also 33, jetzt überlege ich mal. Da kommt so viel noch dazwischen. Da kommt ja noch Team Aqua, glaube ich, nochmal. In dem Klimainstitut und so. Oh Gott, ey. Na gut, okay. Wir werden die Wüste hier auch bald hinter uns lassen. Wenn wir sie fertig erkundet haben, natürlich. Und dann geht es auch gleich gegen Norman. Das will gar nicht lange fackeln. Und wie gesagt, wir haben ja auch, auf der Box auch noch ein paar Pokémon, die wir trainieren können. Alter, 800 XP. Wenn natürlich weitere Boto jetzt kommen, haben wir ein kleines Problemchen. Hier in Pokémon Saphir und Rubin liegen hier die Fossilien. Hier allerdings nicht. Hier sind die normalerweise in dem Turm. Schade eigentlich. Allerdings sind die auch nicht randomized, das heißt, ich könnte einen Anorith oder einen Vilie kriegen. Ja, gut, müssen wir jetzt nicht haben. Ist jetzt nicht zwingend notwendig. Wieso setzt der Bodyguard ein? Und warum bin ich mit Kai noch im Kampf? Bam! Och, Gesang, och nö. Wie geht man einem am meisten auf die Nerven? Ja, man setzt Gesang ein. Oder sonstige Attacken, die jemanden einschlafen lassen. Ach, natürlich, der letzte Pixel wieder. Und Kai schläft natürlich erstmal weiter. Mann. So, und tschüss, Wablu. Danke dafür. Wir haben Level 29 erreicht mit Kyle. Das heißt, die Luft wird hier dünn. Okay, wir setzen Kyle erstmal wieder auf die Ersatzbank und setzen mal Shiva ein. Ach Gott, nee, bitte. Hallo, Traumato. Wann kriegt man eigentlich Fliegen? Ach, das kriegen wir bald von der, hier von Maike auf dem Weg nach, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, Baumhausen City oder so?
So, wir brauchen mal unser Fahrrad, damit wir da hochfahren können. Aber wir wollen ja immer noch einen Sonnenstein haben, ne? Ach ja, Elisa, jetzt nerv mich. Oh, wen haben wir da? Ach, hier sind wir. Aha, hier sind wir also. Ah, Hilfe. Ja, schade, der Turm ist leider nicht da. Das hätte mich gefreut. Ach, scheiße, hier kommen wir ja gar nicht lang. Mist. Hier kommen wir ja gar nicht lang. Da müssen wir den anderen Weg nehmen, ne? Ist ja ätzend. Warte, dann nehmen wir aber den Weg hier. Ach, guck mal, der Turm ist da. Geil. Cool. Ja, dann haben wir doch noch einen Encounter für die Folge hier. Hey. Schön. Warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Aber wir bekommen einen neuen Encounter. Denn das hier zählt als neuer Ort hier, ne? Wunderturm, genau. So. Oh nein, ist das hier mit dem Fahrrad? Ninkada ist unser Encounter für den Turm. Ich wollte doch nur was Gutes. Mann. Naja, okay, aber es entwickelt sich ja, glaube ich, recht schnell und dann weiß ich gar nicht, bekommen wir dann überhaupt einen Ninja-Turm? Oder ist das dann auch random? Kriegen wir dann zwei Pokémon? Das wäre aber lustig. Superball! Ninkada! Hey, super! Ninkada wurde gefangen. Nino. Nino, das Ninkada. Nino wurde auf Box 1 gelegt. Sehr schön. Wie kommt man denn da hin? Ah, Mann. Haben wir einen Superschutz oder so? Nee, ne? Schutzband. Na, das können wir vielleicht nutzen. So. Ah, nein. Fuck. Oh, ich hasse auch, dass sie dann immer vom Fahrrad absteigen, ne? Mann. So. Wir versuchen das jetzt. Hä? Hä? Wie soll ich das denn machen? Oh, nee, ey. Leute, das ist doch schon wieder voll die nervige Kacke. Wer denkt sich denn so einen Scheiß schon wieder aus? Och, jetzt kommen auch noch wilde Pokémon, Mann. Oh, Hydropi hat es ja auch noch gegeben. War ja klar, dass wir das nicht kriegen. Ey, das ist nicht nett. So. Ja, ich freue mich ja schon auf den Himmelsturm, ne? Hä? Wie soll das gehen? Okay, Leute, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß, dass ich das mal hingekriegt habe. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich mache jetzt mal hier gerade ein bisschen schneller. Ich will hier durchkommen.
Okay. Wetten, da kommt noch eine Etage. Ich muss mich anders hinsetzen, ja? Entschuldigung, ich... So. Ach. Guck mal, wir könnten das Ganze umgehen, wenn wir Zertrümmerer einem Pokémon beibringen würden, aber eigentlich will ich das nicht. Wer kann der Zertrümmerer lernen? Keiner von denen soll es aber lernen. Ah, wobei am ehesten würde ich es vielleicht Gun beibringen, oder? Ja, Absorber macht sowieso keinen Damage. Yay! So. Weil ich keinen Bock habe, dieses Fahrrad-Ding da zu machen. Das ist einfach so nervig. Und ich will eigentlich sowieso die Fossilien haben. Die ja, wie gesagt, nicht gerandomized sind. Kanivanya! Kanivanya! Shiva! Schön, dass du wieder da bist. So. Ah, wir hätten sowieso darüber gebraucht. Okay. So. Klauenfossil. Nee. Wir nehmen das andere. Wir nehmen das Wurzelfossil. Für Villiers. Und schon sind wir aus dem Turm wieder raus. Und der Turm ist weg. Ja, den Encounter für den Turm, den kann man auch nur kriegen, bevor man das Fossil bekommen hat. Das Clown-Fossil ist im Sand versunken. Genau so ist es. So, und was wir jetzt auch machen können, ist nämlich doch den unteren Weg hier nehmen. Heißt, wir müssen doch nicht mal durch die Wüste gehen. Ja, nice. Clown-Fossil, wo kann man das nochmal? Ach, im Museum, ne? Oder? Wo kann man das nochmal zurückverwandeln lassen? Im Museum oder wo? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir können ja einfach mal nachgucken, oder? So, erstmal heilen wir unsere Pokémon. Ein Dankeschön. Wieder einmal. Dann gucken wir uns unser neues Pokémon an, nämlich das Ninkada. Was leider kein Item trägt. Ich würde unser Team jetzt erstmal so lassen, ne? Also gar nicht umswitchen auf irgendwelche anderen Pokémon. Du, du, du. Du, du, du. Wird später übrigens sowieso lustig. Wir brauchen sowieso ein Wasser-Pokémon. Für Surfer zum Beispiel. Aber vielleicht entwickelt sich ja eins der bereits vorhandenen Pokémon zu einem Wasser-Pokémon. Oh, ein wildes Natu. Oh, wie lange wir jetzt nicht mehr hier waren, ne? Einige Episoden auf jeden Fall. Ich, weißt du, ich wollte die 8 Orden und nicht die 8 Verluste. Aber so ist das halt. Ich weiß, sie gehen gerade einen riesen Umweg, aber das ist mir egal. Und ich weiß nicht mehr, ob das sinnvoll ist, was wir hier gerade tun. Viel Vergnügen, okay. Ne, ich glaube, in der Devon Corporation kann das sein? Ja, klar! Nein, oh, ein Reporter. Schnell weg hier.
In der Devon Corporation kann man das Fossil hier zurückverwandeln. Aber ob die wirklich nicht gerandomized sind? Ich glaube, da hätte ich das... Ach, Mann. Da hätte ich das mit dem... Tausch-Pokémon randomisen müssen. Und das habe ich leider nicht getan. Das habe ich diesmal vergessen. Route 108. Da müssen wir auch noch ein Pokémon fangen. Route 107 haben wir schon. Da haben wir nämlich ein Pokémon geangelt gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Kann sein, dass das unser erstes Sonnenkern war? Auf geht's zu Norman. Wir machen ihn fertig. Bin gespannt, was uns diesmal für ein Typ erwartet. Nach Pflanze und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir überhaupt für Typen hatten. Da müsste ich mir die alten Folgen nochmal angucken und das werde ich jetzt gerade nicht tun. Blütenburg City. Leider haben wir hier schon Pokémon gefangen. Sonst hätte ich das jetzt auch noch getan. Warum heile ich jetzt die Pokémon nochmal? Wir haben doch gar nicht gekämpft. Manchmal, ne? Manchmal frage ich mich auch, was mit mir eigentlich nicht stimmt. So, Arena. Die Arena von Blütenburg City mit dem Arenaleiter Norman. So, wir haben hier Fragen an der Initiative-Raum, steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja, aber natürlich. So, erster Trainer. Die Fähigkeit, dem Gegner mit einer Attacke zuvorzukommen. Das alleine gibt einem doch schon einen enormen Vorteil, meinst du nicht auch? Naja, ich weiß ja nicht. Wenn die Attacke nicht effektiv ist, dann nicht. Metang. Warum tut du uns das an? Warum? Jetzt haben wir hier eine Stahlarena oder was? Oder Psycho? Ne, ich glaube, Metang ist schon Psycho, ne? Kann Metang irgendwas auf dem Level? Ich will Keil gar nicht immer einsetzen, aber wenn das Psycho ist, dann haben wir vielleicht mit Jarvis vielleicht gute Karten. Aber wenn es Stahl ist, dann haben wir mit Jarvis... Dann hätten wir mit Keil gute Karten. Allerdings müssen wir hier aufpassen auf das Level Cap. Weil wir schon Level 29 sind mit Keil. Aber... Ich bin gespannt. Ast-Trainer Hubert wurde besiegt. Ja, ich glaube, die Arena ist voller Ast-Trainer, ne? Ach so, wir können die Flinklaue wieder, ja, in den Müll schmeißen, ne? Genau. So. Wo sind denn unsere Tränke? So, ich würde mal auf Nummer sicher gehen und Jarvis nach vorne setzen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das gut ist, aber wir werden es einfach mal tun. Raum der Verwirrung steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja, bitte. Dies ist der Raum der Verwirrung. Zeig mir, wie stark das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist. Natürlich, das werden wir. Ast-Trainer Patrick mit einem Flunkewar. Okay, es ist Stahl. Es ist Stahl und wir müssen gucken, dass wir nicht überleveln. Oh, jetzt haben wir die Arena mit einem Stahltypen. Ich krieg zu viel. Ah.
Weißt du, manchmal will dieses Spiel mich, glaube ich, ärgern. Ich dachte, wir hätten den Stahltyp hinter uns gelassen, aber nein. Er ist einfach nur eine Arena weitergewandert. Oh Mann. Ah, das ist so bitter. Ja, danke. So, nach zwei Trainern habe ich schon keinen Bock mehr auf die Arena, weil Typ Stahl, oh Mann. Was ist, wenn er Magnetilo hat? Wir haben nichts gegen Magnetilo. Okay. Gut, Leute. Aber das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann weiter in der Arena von Blütenburg City. Wir besiegen noch die restlichen Trainer und dann würde ich mal gucken, ob wir vielleicht einmal nach Metaros City gehen, oder vielleicht machen wir das auch zuerst, gehen nach Metaros City und werden das Fossil mal eben wieder erwecken. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss!